Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und an diesem Freitag früh. Tobi sitzt nebenan und macht Homeoffice. Und ich fange jetzt auch erstmal an mit Arbeit am PC, weil ich den Vlog, den wir gestern beendet haben, jetzt noch schneide. Der kommt nämlich in unserem Urlaub am Donnerstag online. Und da sind wir noch im Urlaub. Wir kommen erst Freitag wieder. Ich möchte aber nicht im Urlaub einen Vlog schneiden, deswegen mache ich das jetzt. Und danach möchte ich noch was nähen und ich muss noch ein Foto machen. Also ich muss nicht, aber ich sollte, also von meinem Bauchi, weil ich habe letzte Woche schon keins gemacht. Und eigentlich mache ich sonst wenigstens immer alle 2 Wochen, außer es passiert ganz viel am Bauch. Aber jetzt ist, glaube ich, nicht nochmal viel größer geworden. Bisschen bestimmt, aber jetzt nicht so, dass man es merkt. Und deswegen müsste ich danach mich auch noch ein bisschen schick machen und hier ein Foto machen. Und Germany's Next Topmodel muss ich noch ganz dringend nachgucken. Und nähen, wie gesagt. Und dann noch ein paar Weihnachtsgeschenke, genau. Ostergeschenke vorbereiten, fertig machen. Weil wenn wir wiederkommen, will ich das, glaube ich, nicht noch alles zu Ende basteln. Obwohl, haben wir dann auch noch ein paar Tage Zeit. Vielleicht mache ich es auch erst, wenn wir wieder da sind, muss ich noch überlegen. Eruiere ich noch mit mir selbst. Aber erstmal kümmere ich mich jetzt hier rum. Ich habe heute nicht so Lust, aber generell Vlogs schneiden ist nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Aber egal. Muss mal durchhaltslos, wenn wir einen Vlog hochladen wollen, ne? Leute, es regnet gerade seitwärts. Stark. Der Baum hat auch nicht so richtig Bock mehr. Denkt sich auch, was soll das hier? Es ist auch auf einmal jetzt schon wieder Schnee, oder? Hagel irgendwie? Verrückt. So, es ist jetzt ein paar Stunden später. Ich habe immer noch nicht viel mehr gemacht, außer mit Tobi gequatscht und wir haben jetzt Mittagessen gemacht. Und ja, ich habe beschlossen, heute kein Bauchfoto mehr zu machen. Der Vlog ist jetzt hochgeladen und alles fertig mit dem Thumbnail und so. Und ich werde jetzt Nachmittag nähen und nicht jetzt vorher mich noch stressen und ein Bauchfoto machen. Ich glaube, das mache ich dann morgen. Weil es soll ja auch nicht in Stress ausarten. Es soll ja schön sein und eine Erinnerung, aber nicht nervig sein. Und jetzt gibt's Essen. Wir haben Maultaschen angebraten. Leute, ich war gerade richtig sauer. Ich habe genäht. Ich habe jetzt aufgehört zu nähen, weil Maja hat gerade Bescheid gesagt, die hätte Lust, dass wir nachher zusammen eine Runde nähen. Ich habe es jetzt gelassen und nähe dann nachher weiter, aber ich bin richtig genervt. Ich habe entschieden, nochmal einen Strampler zu machen und dachte, ich probiere mal einen Reißverschluss anzunähen. Erstmal habe ich keinen Fuß dafür, Reißverschlüsse anzunähen, deswegen ging das schon mal richtig bescheiden. Habe es aber hingekriegt und der ist auch festgenäht, aber ist auf der einen Seite näher dran am Reißverschluss, auf dem anderen nicht. Und hier ist es wirklich sehr close, dass überhaupt der Stoff angenäht ist, aber ich denke, es sollte trotzdem funktionieren. So, und dann habe ich vergessen, während ich den Reißverschluss an den Stoff genäht habe, auch noch hier so eine Schoner, also so eine Schutzdinger für den Reißverschluss, fürs Kinn und für den Kopf anzunähen. Und dann habe ich erst das Halsbündchen angenäht und habe jetzt irgendwie, weil es alles nicht ging, da so eine 2 Stopper angenäht und ist jetzt voll fett und total blöd und nervig, glaube ich, und bestimmt dem Baby im Weg. Und ich glaube, das werden wir bestimmt nicht anziehen, aber ich nähe das jetzt trotzdem zu Ende. Weil das ist am Hals bestimmt nervig. Und das tut mir jetzt schon leid, wenn man sowas am Hals haben muss. Es drückt ja. Ja, deswegen bin ich gefrustet, weil der Stoff ist so schön und ich möchte den nicht verschwenden. Und der Reißverschluss auch nicht verschwenden. Naja, ich weiß noch nicht. Vielleicht kann ich noch irgendwie schaffen, dann Druckknopf drauf zu machen, dass man das dann noch so zumachen kann, dass es wenigstens nicht so rumwackelt. Aber ich weiß auch nicht, ob es das besser macht. Ist ja trotzdem ganz dick am Hals und nicht gemütlich. Manu, das macht mich wütend. Ganz doll. Das ist voll ätzend. Egal, ich nähe das trotzdem noch zu Ende. Notfalls kann ich es auch irgendwie wieder abschneiden oder so und mir noch was anderes einfallen lassen. Aber ich hatte noch keine gute Idee. Nee,
Ich wüsste nicht, wie ich das machen soll, dass es besser wird als so ein Knubbel hier. Keine Ahnung. Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee, dann schneide ich das nochmal irgendwie ab und mache was anderes. Aber das ist halt jetzt auch richtig fett, weil da so viele Schichten übereinander sind und es ging kaum zu nähen. Und naja, egal. Ich schnapp mir jetzt dann meine anderen zugeschnittenen Teile und die Nähmaschine und fahre dann gleich los zu Maya, also es dauert noch ein paar Minuten. Wir hatten uns jetzt so gegen 16 Uhr verabredet. Und ich werde mich jetzt gleich noch ein bisschen fertig machen, also jetzt nicht krass schminken oder so, aber so ein bisschen vielleicht. Und vor allem was anderes anziehen. Meine Jacke ist voll mit Katzenhaaren und Wusel, weil Bonnie heute ganz viel kuscheln wollte. Und meine Haare würde ich mir gerne auch nochmal machen. Ah, ja, Tobi ist gerade duschen und geht dann gleich mit Richi zusammen zum Friseur und deswegen haben wir auch beschlossen, dass ich und Maya dann was nähen zusammen und später essen wir zusammen Abendbrot. Klingt alles an sich nach einem guten Plan, aber meine Laune, was das Nähen angeht, ist mäßig. Ich bin ein bisschen krummelig deshalb, wenn das nicht funktioniert hat. Aber ich merke das Baby heute ganz oft. Wenn ich irgendwo so normal rumsitze oder so, merke ich den jetzt auch schon ab und zu so strampeln und so, dass da was los ist im Bauch. Das ist eigentlich echt ganz cool. Jedes Mal, wenn ich dann merke, dass da was rumhampelt, muss ich so ein bisschen innehalten und konzentriere mich drauf und so und finde es halt völlig verrückt. Morgen, Leute. Warum ist die Kamera immer so hoch eingestellt? Ich habe mich, wie man unschwer erkennen kann, geschminkt. Jetzt muss man mal einen Zopfgummi holen. Ich habe eben mal nochmal jetzt endlich Fotos von meinem Bauch gemacht. Ich bin in letzter Zeit irgendwie immer nicht so zufrieden, weil ich meistens nicht so richtig Bock habe und mein Look dann immer irgendwie mir nicht so gefällt. Aber gut, gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall halte ich fest, wie groß mein Bauch wird. Ob ich jetzt nun jedes Mal perfekt aussehe auf dem Bild oder nicht, ist, denke ich, auch Wurst. Ja, davor habe ich gefrühstückt und jetzt wartet ein ganz, ganz großer Wäschekorb auf mich, weil ich gestern zwei Maschinen gewaschen habe und die müssen wir jetzt noch einräumen. Und sonst muss ich dann mal gucken, was meine To-Do-Liste für heute noch so sagt. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, nachher noch eine Runde baden zu gehen. Wir haben nämlich jetzt ein Badewannenthermometer. Dann kann ich jetzt gucken, dass die Temperatur nicht zu warm wird in der Wanne, dass ich es nicht zu heiß mache und dann kann ich baden. Es ist sehr sonnig hier im Automobil und wir haben Mittagessen geholt. Also wir sind dabei, Mittagessen zu holen, weil eventuell haben wir doch ein bisschen zu wenig Essen gekauft. Aber Vom Urlaub. vom Urlaub jetzt, ja. Und wir haben vergessen, dass wir auch morgen noch Mittagessen. Also ich habe es vergessen. Und deswegen gibt es jetzt heute Burger King und morgen noch das, was wir noch da haben. Und heute Abend Brötchen, falls wir Hunger haben noch nach Burger Ja. King. Mal gucken. Wenn nicht, müssen wir uns ein Brötchen für den Fahrt schmieren. So, wir sind zu Hause und jetzt gibt's Essen. Und wer weiß denn sowas? Mal gucken, ob ich das mit links schaffe, mit einer Hand. Ja, ich habe starke Finger. Yeah! Und ich habe schon meine Bettdecke geholt, weil nach dem Essen wird ein Verdauungspäuschen gemacht. Wir haben sonst gesagt, wir packen auf jeden Fall morgen erst einen Koffer, weil wir ja eh erst nach dem Mittag los müssen. Und deswegen ist dann heute noch ein bisschen entspannt. Stay every single day. Guten Morgen, Leute. Hallöchen an diesem Sonntag. Es ist jetzt 9:30 Uhr. Wir sind gegen 9 aufgestanden. Ich habe gefrühstückt
Und jetzt beginnt das Packen und Vorbereiten für den Urlaub. Oh, ich sehe gerade, mein Pflänzchen bekommt neue Keime. Ja, ich gieße jetzt noch mal draußen auf dem Balkon die Pflanzen gleich. Und dann muss hier auch später noch mal gestaubsaugt werden, mal eine Runde durch. Weil wenn wir jetzt sonst eine Woche nicht da sind. Mein Bruder ist zwar auch mit da, aber der saugt ja jetzt hier nicht oder soll hier auch nicht saugen. Deswegen mache ich hier noch mal einmal klar Schiff. Und dann fahren wir nachher nach dem Mittagessen los. Wir müssen noch gucken, dass wir ein bisschen den Kühlschrank leer kriegen. Und auf jeden Fall nochmal duschen gehen und gucken, was wir einpacken müssen. Ich denke mal, ich fange jetzt erstmal an mit den Sachen, die nicht mit Einpacken zu tun haben. Und nach dem Einpacken sauge ich dann nochmal Staub. Und ja, let's go. Was muss ich mir noch ein Jäckchen drüber ziehen? Mir ist kalt heute irgendwie. Schon die ganze Nacht war mir ein bisschen kalt, wenn ich mir die Decke nicht bis hier gezogen habe. Aber es ist heute auch nicht sehr warm draußen. So hold me tight through the night. So, jetzt gibt es hier noch Mittag mit Reste, die weg müssen und Fernsehen. Und wir haben schon Koffer gepackt, geduscht, aufgeräumt. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen zu Ende aufräumen, also Müll runterbringen. Der Geschirrspüler läuft noch und wenn der fertig ist, können wir los. Tschüss, Mutzi, ich werde dich vermissen. Oh. Hallo, Leute, wir sind on the road. Ich muss mal das Handy besichtigen, ich sehe den Spiegel nicht. Nee. Entschuldigung, ach so, ich dachte, du wolltest mit rauf. Nein. Dann rede doch zu Ende den Satz. Ja, wir sind jetzt, weiß ich nicht, wie lange sind wir jetzt gefahren? Stunde? Nee, Oder nicht ganz. Stunde? Dreiviertel Stunde vielleicht und ich muss Pipi. Wo ist die Pipi-Station eigentlich? Gar nicht ausgeschildert. Tanken, essen. Na, wahrscheinlich bei Richtung Essen. Tage ich das auch noch? Na toll. Ich habe mir das beste Wetter ausgesucht zum Pipi machen. Die ganze Zeit hatten wir Sonnenschein und jetzt ist hier auf einmal übel der Regen und Hagel. Toll. Ja. Bestimmt da drin, wa? Bestimmt da drin. Aber ich weiß hier gar nicht, wo lang. Ich glaube, bei dem Wetter will ich nicht bis zum Dings laufen. Ich warte noch eine Minute. Hier lang, ne? Hier, rüber, Ja. rechts. Ja, also ich gehe dann mal durch den Sturm Pipi machen. Ich glaube, ich ziehe mir mal mein Jäckchen an. Leute, wir sind angekommen, schon was länger. Und jetzt waren wir eine Runde am Strand spazieren, haben uns hier mal kurz ein bisschen in den Straßen umgeguckt und haben jetzt zu Hause, als wir nochmal hier im Hotel waren, gegoogelt, was wir so essen könnten. Und ich habe entdeckt, es gibt einen Peter Pane, der ist direkt um die Ecke, also so fußläufig, keine Ahnung, 5 Minuten höchstens. Wenn Und deswegen fahren wir gleich zur Peter Pane Abendbrot essen. Ich hoffe sehr, die haben noch einen Platz frei, aber Tobi ist optimistisch. Weil reservieren ging irgendwie nicht mehr. Ja. Und ich habe irgendwie gemerkt, wie anstrengend das ist, im Sand zu laufen. Irgendwie hatte ich Puls und ein bisschen Kreislauf. Aber jetzt geht es schon wieder ein bisschen besser. Ein bisschen ist mein Kreislauf heute, glaube ich, eh nicht so richtig auf der Höhe. Aber es ist nicht so wild. Das kriegen wir hin. Mache ich heute ein frühes Schläfchen. Und dann mal gucken. Und morgen müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr irgendwie auf so Snacks und Wasser und so kaufen, weil es jetzt halt natürlich Sonntag ist und wir haben jetzt nicht so viel mitgenommen. Dann gedacht. Ja, naja, Wasser haben wir eh, hätten wir kaufen können, ja. Wir haben jetzt Leitungswasser, aber ich bin ein bisschen penibel, was Wasser trinken Ja, angeht. warum Das nicht hier? Das war ich nicht. wissen wir ja Dann schon. willst du es nämlich Ja, trinken. das hebe ich mir für nachts auf. Nachts brauche ich Okay. auch Wasser. Ja, und früh brauche ich auch Wasser, damit ich mein Tablettchen schlucken kann. Ja. So, das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge. Wir haben jetzt euch nicht das Hotelzimmer gezeigt. Wir haben es jetzt schon ein bisschen verwüstet. Also nicht schlimm. Ich kann euch mal meinen Ausblick zeigen. Wartet mal. Ich glaube, ich kann. Nee, ich kann die Kamera nicht drehen. Ich muss Aber das nochmal machen die stoppen. doch in den YouTube-Videos auch immer. Oh, doch, kann ich. Ich wollte Hui, da sehen Sie Käsefüße von Tobi. Hier sagen. sehen Sie Käsefüße von mir. Und das Bett. Die Einrichtung ist sehr
Vintage. Nett ausgedrückt. Naja, so ein bisschen oldschool, aber es ist echt sonst ganz schön In alles. den 90ern war das totschick. Ja, totschick. Und es gab Mentos umsonst. Da habe ich erstmal gegessen für Zucker. Ja, sonst, also ist Und war jetzt noch hier welches unten Essen? ist Gemühle. Ah, ich zeige euch noch das Bad. Ich muss mich aufstehen hier, Mensch. So, Licht bitte. Hallo. Ja, also was ich echt ganz super finde, ist, es gibt Hand- und Bodylotion und Seife, aber halt auch so Handlotion. Ich habe ständig trockene Hände, von daher finde ich das sehr gut. Und die Dusche ist auch echt schön groß. Wo ich glaube, dass es ganz schön nass wird, wenn man hier versucht zu duschen, weil die Duschwand ist nicht so weit. Aber ja, das Bad kann man sich auch nicht beschweren. Sonst fällt mir nicht mehr viel ein. Wir haben gerade so ein bisschen geguckt, was man so machen kann. Nächste Woche. Hast du nicht gerade erzählt? Weiß ich nicht. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir ein bisschen was wandern werden, spazieren und so. Schwarzlicht-Minigolf. Und Tobi hat Schwarzlicht-Minigolf Und gefunden. Airhockey. Ja, und möchte gegen mich Airhockey spielen. Ich möchte gegen dich gewinnen im Airhockey. Ja, wirst du auch, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja! Übrigens, wartet mal, ich drehe mal nochmal die Kamera um. Mein Bauch ist ganz schön rund geworden. Fällt mir so auf in letzter Zeit. Gut, die Hose ist auch sehr gut, diese Schwangerschaft-Jeans, die betont das alles nochmal, aber it is rundlich und bauchig. Wie ihr vielleicht erkannt habt, haben wir nicht bei Peter Pane gegessen, sondern Pizza in einem merkwürdigen Restaurant. Also die Pizza war gut, alles andere war ein bisschen verwirrend und ein bisschen komisch. Das sah da aus wie bei Hell's Kitchen. Ich weiß nicht, wie es bei Hell's Kitchen aussah. Auf jeden Fall sah es ein bisschen Das ist verrückt das mit aus. Gordon Ramsay. Hä? Das ist das mit Gordon Ramsay. Ja, ich habe es nie geguckt, ich weiß Ja. es also nicht. Ich hab's auch nicht geguckt. Und ja, die sind bei Peter Pane ausverkauft, also Ausgebucht. reserviert, ausgebucht bis die komplette nächste Woche. Man kann sich auch für die ganze nächste Woche nicht irgendwo irgendwann einen Termin besuchen, besorgen. Alles ausreserviert. Wir haben jetzt überlegt, wir machen es jetzt so, wir versuchen es nochmal morgen vielleicht da essen zu gehen, zu einer untypischen Zeit, also so 14:30 oder so vielleicht. Eventuell bringt es ja da was und dann haben die noch ein paar Plätze frei. Und wenn nicht, dann haben wir gesagt, wenn wir uns irgendwann was zum Mitnehmen bestellen und das dann hier auf dem Hotelzimmer essen. Ist dann zwar nicht ganz so charmant, wie wenn man es da essen kann, Ja. aber das war jetzt ganz schön frustrierend. Also, dass wir heute vielleicht keinen Platz kriegen, habe ich schon so im Hinterkopf gehabt, weil ich das kenne, dass manche Läden, je nachdem wie klein oder groß sie sind, schon immer sehr ausgebucht sind und man da keinen Platz kriegt. Aber dass man die ganze Woche nichts mehr reservieren kann, ist schon ein bisschen schwierig. Schon dolle. Aber es ist halt natürlich an sich auch ein sehr beliebter Laden, sehr beliebte Kette und sehr lecker. Ja. Und ich werde mich jetzt in Schlafi schmeißen und noch ein Schlückchen was trinken. Und dann, auch wenn es erst 20 Uhr ist, glaube ich gleich schlafen. Ich bin mich richtig doll müde. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir mal den Vlog gleich, bevor ich es nachher vergesse. Das ist Es Sonntag. ist Ich Sonntag, falle aus. ja. Deswegen können wir auch nichts essen einkaufen. Da sehen Sie den Herr Rundfeld. Hi. Wunderschön in seinem Bierkönig-T-Shirt. Hier. Und wir gucken jetzt noch den zweiten Teil von Harry Potter. Das ist aber der dritte, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, im dritten. Ja. Genau. Harry Potter. Harry. Ja, und wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dahin, passt sehr gut auf euch auf. Tschüss.